Can't touch this. Can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Valheim. Ich habe, wie versprochen, gestern noch ein bisschen weiter geackert und geackert, damit wir hier bauen können. Einerseits war ich das komplette Leinenzwirn ernten und das war echt verdammt viel. Also hätte ich gar nicht gedacht, aber ich glaube irgendwas um die 200 Stück. Deswegen habe ich hier gleich mal die beiden Spinnräder vollgehauen. Jetzt können wir mal gucken. Hier müssten wir auch noch ein bisschen was drin haben, aber nicht viel, genau. Außerdem war ich Holz sammeln. Nicht übertrieben viel, aber doch schon ein bisschen was. Sagen wir es mal so, ich zeige es euch mal. Hier drüben, das haben wir an Kernholz und das haben wir an Kernholz. Ich denke, damit kommen wir erstmal ein paar Folgen weiter. Und hier haben wir nochmal 2,5 so eine Stacks an normalem Holz. Deswegen gleich mal her damit. 50 Kernholz in die Pfote und 50 normales. Jawohl, da haben wir es. Und auf geht's, weiter basteln. Boah, ich hab Bock. Ich muss sagen, hier fehlt ja was. Guck mal. Da haben wir doch fast was vergessen hier. Das wollen wir natürlich nicht. Kriege ich das hier irgendwie rangepopelt? Ah, Moment. Ja, komm, da war's doch. Los, los. Jawohl, jetzt haben wir's. So. Treppenstufe wieder ab. Können wir aber auch überlegen, ob wir die hier noch als Deko mit reinzimmern. Mal gucken. Also ich muss sagen, desto öfter ich es mir angucke, desto mehr gefällt es mir. Ich hatte noch eine Überlegung heute Morgen und probiere es einfach gleich mal mit euch aus. Ich bin auch so froh, dass wir die Folgen auf eine halbe Stunde hochgenommen haben, weil gerade beim Bauen, ganz ehrlich Leute, da vergeht so schnell die Zeit. Also eigentlich bei allem im Spiel, aber beim Bauen vor allem auch. Vielleicht eine Nummer größer? Ich dachte, ich weiß nicht, ob man dann hier... Moment. Kann man hier einen Banner dranhängen? Jawohl. Guck mal, wenn wir jetzt hier noch so einen Banner mit reinschmeißen. Der schließt sogar perfekt unten ab mit dem V, sag ich mal. Könnte geil werden. Jetzt wäre die Frage noch, ob wir... Oh, ich habe so Bock, Leute, ehrlich. Endlich können wir bauen. Ob wir das hier noch weiterführen? Zack. Nee, warte mal, der war falsch. Schon sagen, warum sieht es denn jetzt so komisch aus? So. Na, ich bin mir noch unsicher, aber wenn wir es vielleicht noch ein bisschen dekorieren. Es könnte schon geil aussehen. Ich feiere irgendwie gerade das Eckige. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie sieht das so mega geil aus. Komm, wir gucken mal nach einem Banner. Ja, wir haben noch nie einen Banner gebaut, ne? Haben wir schon mal einen Banner gebaut? Nee, ich glaube nicht. Sind ja erst, weiß ich gar nicht, wo sind wir denn aktuell? 230 ungefähr? Ich glaube 230 müsste es sein an Folgen. Kann man ja mal einen Banner bauen, oder? Sowas nehmen wir einen blauen. Leder, Edelholz, Blaubeeren, haben wir alles. Leder, Edelholz, Blaubeeren. Leder, zack, 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 Edelholz und Blaubeeren. Ich glaube Blaubeeren könnten langsam, ja, die wären langsam ein bisschen knapp. Ich habe noch mal ein paar Tränke durchgehauen. Das habe ich euch vergessen zu sagen. Also jetzt gerade kurz vor Beginn der Folge. Wo habe ich sie denn? Hier sind sie. Da sieht der Vorrat nämlich jetzt auch mal besser aus. Und, das machen wir die Folge heute auch noch. Ich habe hier alles an Metall, was wir haben, durchgeputzelt. 69 Stück. Mega geil. So, können wir jetzt einen Banner? Wir können einen Banner bauen. Das muss natürlich auch geil unten abschließen. Es sollte natürlich mittig sein. Ah, ein Stück zu weit rechts, wa? Aber wir können es erstmal so lassen. Ich finde es nicht bad. Was sagt ihr dazu? Haut es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich freuen. Ich freue mich gerade einfach, dass ich mal was gebaut habe, was mir auf Anhieb gefällt. Kommt nicht oft vor. So, wir haben Kernholz. Ich wollte eigentlich mit Kernholz auf jeden Fall... Nee, wir hatten schon die richtigen. Das noch machen. Wir könnten natürlich auch... Ach nee, Schrägbalken gab es wieder nicht, ne? Ah, schade. Die können sie mal noch einführen. Dunkelholzbalken in schräg. Aber guck mal, ich denke, das sieht so definitiv nochmal deutlich besser aus. Als dieses kleine poplige Ende hier von diesen Strohdächern. Ja, definitiv. Gefällt mir. Ist die Frage, führen wir es hier weiter? Eigentlich schon, ne? Zack.
Vor allem auch mal eine Sache, die ich mir nicht abgeguckt habe. Also ich habe mir in letzter Zeit schon öfter mal Videos angeguckt zu Inneneinrichtungen und Co., weil ich da halt echt eine absolute Null bin. Aber das kam tatsächlich aus meiner eigenen Fantasie heraus. Gut, ist jetzt vielleicht auch nicht übertrieben krass aufwendig, aber ich finde, es macht doch schon ordentlich was her. So, jetzt brauchen wir hier unten noch das Ding. Einmal da. Einmal da. Haut das hin, haben wir das so gemacht? Ich glaub schon, ne? Ja, wird passen. Geil, Alter. Mit dem Banner dazwischen gefällt mir richtig gut. Könnte natürlich nochmal überlegen, ob man noch zwei andersfarbige Banner nimmt. Die kriege ich hier nicht. Ah, nee, die gucken dann. Nee, nee, okay, das wird kacke. Vielleicht hauen wir da noch irgendwas anderes rein. Mal gucken. Dann haben wir doch das erledigt. Was macht man jetzt? Jetzt ist halt die Frage, was machen wir hier? Lassen wir das so offen? Ziehen wir hier doch nochmal irgendwie was? Also wir müssen erst mal gucken. Eingang. Jetzt müssen wir mal ganz dolle die Daumen drücken, dass wenn ich das hier wegreiße... Oder wir reißen es nicht weg. Moment. Ich weiß, also irgendwie stützt das Gerüst ja schon ein bisschen mit das Dach. Es müsste zwar, glaube ich, halten, aber ich möchte es nicht ausprobieren. Die Sache ist, an sich können wir hier ja eh noch was reinbasteln. So, warum machen wir es nicht einfach so? Jetzt wollte ich mal nach dieser Dunkelholztür gucken. Wie groß, oder Tor besser gesagt. Ja, das passt da nämlich perfekt rein. Oh nein, das kostet Eisen. Ach Mann, wir haben zwar welches, aber ich möchte keins ausgeben. 4 Eisen sogar gleich, ne? Ihr Schweine. Ja, aber wir müssen den natürlich ein bisschen verkleinern. Jetzt lasst mal überlegen, was macht man hier? Und das jetzt hier ganz simpel einfach wieder so hoch? Ist die Frage, wenn ich das hier richtig reingebastelt kriege, obwohl wir könnten so ein Stück offen lassen. Ah, warte mal, da können wir auch gleich die Halbboden nehmen. Zack. Hä, nee, das ist, es sitzt nicht richtig drauf. Oder so? Ja, wirkt jetzt natürlich wieder ein bisschen langweilig. Jetzt haben wir so viel mit Kernholz und Balken und Gedöns gearbeitet, aber okay. Lässt sich ja später alles auch nochmal schöner machen. Jetzt kriege ich es hier nicht genauso drauf. Dass irgendwie dort nicht ansnappt. So ist gleich. Aber mal schauen, wir können das ja auch noch ein bisschen dekorieren. So. Dann hier so coole Stühle hin. Ey, die sehen kacke aus. Gott, ich dachte, das wird ein richtig großer Tisch. Da kommt ja so ein kleines Popelding raus. Ja, irgendwas können wir ja hier noch dranhängen. Mal gucken. Jetzt ist die Frage. Wir probieren einfach mal ein bisschen rum, ne? Also nehmt's mir nicht übel. Aber probieren geht über studieren. Und da muss man das halt auch einfach mal machen. So. Wenn wir schon mal beim Dreieck sind, oder? Ja, ist okay. Die Dinger gefallen mir noch nicht so gut. Da müssen wir noch irgendwas verschönern. Ich weiß noch nicht genau was. Ob wir hier einfach nochmal so ein Ding ziehen? Eigentlich wäre ein bisschen Stein auch mal wieder geil, ne? Stein ist halt wieder so dick. Wenn wir zwei so eine Steindinger setzen... Brauchen wir den... Na, Steinmetz haben wir sogar in der Nähe. Wir brauchen bloß ein bisschen Stein. Komm, wir probieren mal ein bisschen rum. Ja, an sich haben wir ja jetzt hier eh noch die Lücke. Na gut, finde ich eigentlich gar nicht so bad. Aber mal schauen. Wir holen jetzt erstmal ein bisschen Stein. Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir hier nirgendwo einen Ausgang gemacht haben. Ich muss jedes Mal hier draußen rumrennen. Um hier hinten ranzukommen. Aber naja, gibt Schlimmeres. So, komm. Zack, zack. Ach schön, es macht gerade richtig Bock. Es hat so lange gedauert, bis das alles gestanden hat. Bis das ganze Teer am Start war und so weiter. Die ganze Statik wieder... Einfach nur deinen Kopf gefickt. Aber jetzt klappt's und ich freue mich. Ich hoffe ja auch. Hat sich lange hingezogen. Aber ich muss sagen, wenn wir tatsächlich mal noch ein, zwei kleinere Gebäude hier mit aufs Grundstück zimmern, dann haben wir hier echt was mega Geiles geschaffen. Also einerseits Location eh geil. Hast gleich Gebirge, du hast Sumpf. Gut, mittlerweile teleportierst du dich eh überall hin, aber direkt am Wasser...
diese ganzen Steinplatten hier unten, dass das alles komplett ebenerdig ist. Und wenn das Ding noch ordentlich ausgebaut ist und wir vielleicht hier und hier irgendwie noch was hübsches zimmern und auch die Mühle, die steht da ein bisschen verloren da hinten. Ich glaube, Alter, dann wird's hier einfach mega geil. Dann hat sich die ganze Arbeit gelohnt. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte mal mit Stein rumprobieren. Hä? Den hat's oben drauf gesetzt, oder was? Sitzt der jetzt richtig? Die Sache ist, so ist natürlich nicht so geil. Ja, nehmt ihr nicht übel, wenn ich gerade ein bisschen ruhig bin, aber man muss manchmal auch nachdenken beim Bauen, was man vielleicht so Schönes machen könnte. Kriegen wir den irgendwie hier rangesetzt? Sieht irgendwie komisch aus. Ich hatte halt eigentlich erst überlegt, komplett Stein zu machen, also hier unten komplett Stein. Halt irgendwie so. Komm, setz den mal da rein. Ich sehe es nicht richtig, komm. Ach nee, das macht er jetzt natürlich wieder nicht. Na, das sieht irgendwie kacke aus. Aber ich hätte gern ein bisschen Stein. Die Sache ist, der Stein ist zu weit hinten. Wir brauchen, oder wir könnten wahrscheinlich auch so eine kleine Steinmauer nehmen. Das müssten wir dann hier mit Shift irgendwie anders setzen. Irgendwie so. Nee, das wird Mist. Das schon eher. Ja, macht irgendwie nicht viele her, ne? Aber ein bisschen Abwechslung bringt es zumindest rein. Haben wir das Ding noch damit reingesetzt? Das haben wir noch Schönes zum Verzieren. Ein kleines Eisengitter mit rein. Dann müsste es höher sein, ne? Komm, wir probieren mal ein bisschen aus. So, was braucht man dafür? Brauchen wir auch wieder Eisen. Natürlich, ist ein Eisengitter. Ich sehe schon, wir verbasteln jetzt das komplette Eisen und haben dann wieder nichts, um unser Zeug hochzuskillen. Das wollte ich vorher noch sagen. Ich habe so viel Metall. Wir können dann endlich mal noch den Rest nach oben bringen. Und Leinzwirn ist ja gerade auch am Machen und Mehren. Ist halt die Frage. Achso, wir haben die Schmiede nicht. Die kann ich jetzt auch wieder nicht aufnehmen, weil halt zu voll. So, zack. Wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Die Schmiede ist hundeschwer. So, komm, zack. Bitte hab alles aufgenommen. Herstellung, Schmiede, da ist sie. Basteln wir einfach hier drauf. Jetzt gib mir mal so ein kleines Hoch-Eisengitter. Das kostet das Große, das kostet nur 2. So vielleicht? Dann das Ding andersrum, dass wir diesen kleinen Querbalken mit drin haben. Ja. Gefällt mir prinzipiell schon besser. Ist halt die Frage, ob das mit Kernholz noch geiler aussehen würde. Ja, ich glaube schon. Und hier noch so ein. Ja, ich glaube, das wird. Können wir die Eisengitter, die können wir auch hier ransetzen, ne? Wäre auch noch eine Überlegung. Jetzt haben wir natürlich das Stein weggemacht, aber man sieht so ein bisschen hier durch. Naja, wir basteln es mal auf der anderen Seite noch, aber so gefällt es mir langsam. Na, weiß noch nicht. Aber okay, es wird schon mal ein bisschen abwechslungsreicher als das hier drüben. Sind wir uns einig, oder? Schön. Dann hier überall noch ein paar kleine Lampen mit hingehangen. Eigentlich wollte ich das ja auch mit dem Objektständer machen. Die Frage ist, wie viel Kupfer haben wir noch? Wo sind denn die Objektständer? Bei Möbeln, ne? Hier, Objektständer vertik. Ach, Bronze, Nägel bloß. Und hier noch was hingehangen. Komm, wir gucken mal. Edelholz haben wir noch einstecken. Kriegen wir den Stein noch weg? Jawohl.
Haben wir noch Bronzenägel? Oh, 80 Stück. Okay, da können wir ja richtig viel von bauen. Ja, das sieht schon geiler aus mit dem Eisengitter. Definitiv. Auch so. Ist halt geil, wenn da immer mehr immer mehr Details reinkommen. So, zack. Und jetzt können wir mal überlegen. Objektständer. Irgendwas, was leuchtet. Gelbe Pilze wahrscheinlich. In den Eingängen wären natürlich auch Dracheneier geil. Wir haben doch genügend. Naja, das war klar. Ne, so kommen wir nicht bis rüber. Aber egal, wir müssen uns durchkämpfen. Eins hätte auch erstmal gereicht, aber selbst dann waren wir ja schon zu schwer. Lauf, Forest, komm schon. Komm, wir hauen mal kurz beide raus. Ah gut, das Ei wird natürlich ein bisschen zu groß sein wahrscheinlich. Ach, falsch rumgehangen. Ach so, es hängt dann auch noch für so. Ja, natürlich ein bisschen kacke. Ich dachte, es hängt... Ach so, na warte mal, wir können es bestimmt drehen, ne? Aber wir reißen das mal weg. Dann bauen wir nochmal einen Objektständer. Ja, wir können es natürlich nur nach oben und unten drehen. Springen kann ich gerade auch nicht. Ach, Mann, oh. Nerv mich doch nicht, Spiel. Zack. Und zack. Schade, warum hängen die denn so? Dann müssten wir vielleicht doch eins nehmen, was andersrum ist. Also so ein Ding, und das können wir doch auch an die Wand basteln, ne? Nimm das mal, bau mal das ab. Sammel's wieder ein. Zack. Das wieder aufgenommen. Nein, was habe ich denn jetzt dran gehangen? Den Hammer. Hm. Aber es leuchtet nicht dolle, ne? Na ja, gut, wir haben es noch hell, aber... Jetzt gib doch mal das Kernholz her. Ja, aber an sich gefällt es mir. Ich glaube, das lassen wir so. Wie viele haben wir da noch? Wir brauchen ja Minimum noch zwei. Eins liegt dort. Wir haben eine Menge gefunden, ne? Ich glaube schon. Hier haben wir noch eins drin. Also ich weiß auf jeden... Ja, okay. Gut. Ich glaube, Edelholz war dann leer, ne? Wir brauchen nochmal Edelholz. Nee. Doch. Boah, ich bin mal gespannt, wenn es dunkel wird. Auch, dass die lila Farbe so reflektiert auf dem Eisengitter. Sieht bestimmt in der Nacht mega geil aus. Jawohl. So, gut, dann. Zack, wegreißen. Zack, wegreißen. Jetzt Stein. Den haben wir jetzt wieder andersrum. Also den haben wir jetzt ohne Einrasten hingepackt, ne? Ja, komm, Speicher. Ist gut. Ja, den haben wir weiter hier reingepackt. Ungefähr so, würde ich jetzt mal behaupten. Obwohl, warte mal, der nimmt... Ne, das Holzding nimmt er komplett mit hier. Huch. Guck mal, der ist komplett überm Holz. Wie weit habe ich den hinter? Ja, komm. Muss ja auch keine Millimeterarbeit werden. So, Eisengitter. Hier haben wir einmal ein großes gesetzt. Die Frage... Das hat vorne aber eingesnappt, ne? Zack. Dann, jetzt wird es langsam dunkel. So, das Ding hier in die Mitte rein. Zack. Oben haben wir auch nochmal eins gesetzt, wenn ich es jetzt richtig sehe. So? Ne, so auf jeden Fall nicht. Ansonsten passt es ungefähr mit der Symmetrie. Wir hatten hier jetzt noch... Ach, Kacke. So, zack, zack, zack. Jetzt lass mal überlegen. Jetzt haben wir hier oben... Ach nee, da haben wir das Ding reingesetzt, genau. Das für andersrum. War es ein großes? Jetzt wird es hier gerade so arschdunkel. Ach man, wir müssen nochmal schlafen gehen. Ich fand zwar jetzt geil, dass wir uns mal... Naja, wir sehen es ja ein bisschen, es leuchtet. Besonders hell ist es noch nicht, aber...
Gucken wir uns die nächste Nacht mal an, aber es ist mir gerade hier zu dunkel. Wir hauen uns nochmal eine Runde pennen. 20 Minuten sind rum. Dann basteln wir mal noch 7-8 Minuten weiter. Und gucken uns das mal an. Dann haben wir zumindest den ersten Eingang fertig. Der zweite geht ein bisschen schneller. Den brauchen wir ja bloß genau so wieder bauen. Tag 518. Wahnsinn. So, komm. Hier haben wir jetzt... Nee, das ist nur so ein halbes. Ja. So haben wir es. Perfekt. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Kernholz. Kommt ungefähr hin, oder? Ja. Das haben wir da oben auch noch drauf. Der Balken kommt durch. Das passt alles. Okay, gut. Wäre echt ärgerlich, wenn das Drachenei verschwindet, weil ich es da rumliegen lasse. Ich hoffe nicht. Bin ich zu voll? Dann müssen wir uns auf jeden Fall dann als erstes noch um die Feuerstelle kümmern. Da hatte ich einen guten Tipp in den Kommentaren. Danke dafür. Weil ich hatte ja gesehen, dass das hier wieder mit der Mitte nicht so richtig hinhaut, glaube ich. Und er meinte im Kommentar auch erstmal von oben runterbauen und dann nur die Feuerstellen halt ohne Einrastfunktionen basteln. Macht mehr Sinn. Danke dafür, hätte ich nicht dran gedacht. Ich hätte wieder unten angefangen und hätte dann rumgeheult, weil es dann alles irgendwie nicht passt. So, gut, also wir brauchen jetzt nochmal Rundholz. Jetzt müssen wir mal gucken, dass es hoffentlich auch so passt. Der Stein ist zu weit vorne, ne? Wie viel Stein nimmt denn das Ding hier ein? Komm, wir reißen das mal kurz weg. Wir haben eigentlich schon recht ähnlich, ne? Weil hier möchte es nicht so richtig. Wir haben ja erst die zwei Sachen hier hingelegt. Zack und zack. Vielleicht wird es jetzt besser. Das Ding ist hier drin. Doch. Ja, ungefähr. Und jetzt haben wir hier bloß nochmal... Was haben wir denn hier gemacht? Nö, so haut's hin. Ja, ist jetzt nicht zu 1000%. Ah, warte mal. Die Kernholzbalken, die passen noch nicht so ganz hier. Ja, genau, Kernholzbalken. So, komm. Wir müssen weiter runter. Sind denn die jetzt so schräg? Das ist komisch. Och, Menno. Vor allem, warum auch so schräg? Ach komm, ey. Ja, dann ist es halt so. Ist halt kein perfektes Gebäude. Vielleicht geh's später nochmal korrigieren. Oder vielleicht, ja, vielleicht mach ich es irgendwann später nochmal und guck mal, was das Problem davon ist. Aber komisch, dass die jetzt so schräg drauf liegen und die nicht. Das ist halt immer das Problem, wenn du ohne Einrastfunktion arbeitest. Dann hast du halt immer so einen Mist. Irgendwas passt mir noch nicht ganz. Guck mal, hier guckt der Balken vor den. Hier guckt das Ding in den Balken rein. Warum denn das? So. Jo, besser. Die Frage, ob wir hier noch irgendwie was draufzimmern. Ja, wir lassen es erstmal so. Aber ey, komm, jetzt noch ein Objektständer ran und dann sieht das doch schon mal nach ein bisschen was aus, oder? Ach, guck mal, hier, das Ding haben wir noch hier drüben. Ist die Frage, brauchen wir das wirklich? Ja, wir lassen das so. Gut. Objektständer. Den hier. Ich glaube, ich habe den einfach hier so mittig dran gebastelt, oder? Achso, das Ding muss noch. Ne, das muss nicht weg. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das noch auf dieselbe Höhe kriegen.
Jawohl. Ja, passt. Ey, geil. Ich find's cool. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Man kann bestimmt noch ein bisschen mehr rausholen. Mal gucken, was wir hier noch machen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob wir hier noch... Also eigentlich mag ich es schon wiederum, wenn es so offen ist, auch hier mit den Spitzen, die rausgucken vom Dach. Weißt du, wisst ihr, was ich noch befürchte? Dass wir den Baum noch fällen müssen, was wir werden müssen, und der mir irgendwie das Dach wieder einreißt. Der ist halt auch riesig, ne? Wenn der jetzt natürlich hier drauf liegt, keine Ahnung, wie viel Damage das Ding insgesamt macht. Aber hey, so alles in allem finde ich es eigentlich so ganz geil bisher. Wir können mal noch gucken, ein bisschen Kernholz. Ja, würde ich sagen, gefällt mir. Und hier. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir noch mehr machen. Haben wir den hier irgendwo eingesnappt? Komm schon. Wie sieht das dann aus? So, das geht dann natürlich da oben rein. Hm. Ja. Machen wir noch einen? Also in der Mitte oben auf jeden Fall. Das sieht, denke ich, deutlich geiler aus. Frage, ob wir hier noch einen reinmachen. Wir probieren es einfach mal. Komm, zack. Snap doch. Danke. Einer fehlt noch. Kommen wir da noch ran? Schwierig. Aber sieht man auch nicht. So, lass mal gucken. Ja, sieht geiler aus. Hier bin ich mir noch unsicher mit den Dingern, die hier durchgehen. So vielleicht? Ja. Jetzt sieht es nämlich auch von innen ein bisschen besser. Warte mal. Nein, der eine ist abgefallen, ne? Nee, hä, warum sieht denn das hier jetzt anders aus als dort? Wenn der nicht richtig auf den einsnappt, oder was? Komm mal her. Weil dann sieht man auch dieses kleine Stück von dem Drachenei nicht mehr. Der geht so unten dran. Ja, jetzt auch. Okay. Hängt ein bisschen tiefer als links. Och, Menno, jetzt fuck mich doch nicht ab, ey. Dann müssen wir es halt ohne Shift machen. Also mit Shift gedrückt, so rum. Ja. Soweit. Ja, komm, passt. Nicht an Kleinigkeiten aufhalten. Geil, gefällt mir. Ich hoffe euch auch. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge, aber da ist doch schon ein bisschen was hier passiert. Das basteln wir nächste Folge einfach an dem Eingang hier drüben noch nach. Ja, hier unten muss ich mal gucken. Irgendwie gefällt mir das noch nicht, aber ansonsten... bin ich mal relativ zufrieden mit mir. Lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder, weil morgen kommt ja auch noch eine Folge. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.